Herzlich willkommen zu History of Big Beards. Heute haben wir die Ehre, die letzten 19 Jahre mal Revue passieren zu lassen, haben dafür einiges an tollem Bildmaterial und werden nicht nur wunderschöne Menschen sehen, euch drei, mich nicht, sondern auch noch mit Sicherheit, wenn man das so sagen kann, ein paar schöne Bärte. Und ohne jetzt groß weiter drauf rumzureiten, würde ich sagen, wir fangen mal direkt an. Okay, also möchte jemand von euch was zu diesem Bild sagen oder soll ich kurz erklären, was da passiert ist? Du kannst kurz mal erklären, was da passiert ist, würde ich mal kurz sagen. Ja, also wir haben gegen North gewonnen. Das war das Team von MSL damals, das dänische Team. Das war E-League Major und wir waren vorher eigentlich schon totgesagt. Da war Daniel noch hier mit dabei, unser CEO, und vorne links der Mann mit dem etwas besser gepflegten Bart als ich. Daniel hatte da noch keinen Bartwuchs. Da war von Hörlux gewesen und hatte uns da begleitet, um auch mal so ein Event mitzuerleben. Und wir haben sehr viele Hasskommentare bekommen. Und deswegen habe ich, wie ich es auch sonst immer mache, normal schreibe ich ja immer mit den Leuten, die euch böse Nachrichten schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich erkläre denen gerne mal, dass die ein bisschen blöder sind als andere Menschen. Und da wollte ich den Leuten einfach mal zeigen, dass die mich im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch lecken können. Ich hatte auch noch ein paar Haare auf dem Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt. Die habt ihr mir später geraubt, auf jeden Fall. Aber der Bart war nicht... Ich habe eh keinen gepflegten so. Aber das ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir haben uns da alle weiterentwickelt. Das war auf jeden Fall ein guter Moment für uns alle. Wir haben danach, glaube ich, das Spiel gegen Space Soldiers auf Koppel verloren. Ja. Gegen Jan. Den haben wir dann einfach später geholt, dass wir gegen ihn nicht mehr verlieren. Das ist halt the big way. Aber es war, E-League Major war immer eine gute Zeit gewesen. Also es hat so ein bisschen Historie gehabt. Wir sind alle gern dahin. Und das entgegengesetzt den Events, Roman, die wir vielleicht später sehen werden, wo du mitgespielt hast, gab es da keine Bierbänke und Plastikstühle zum Draufsitzen. Ja, ganz so schlimm war es auch nicht. Also war schon sehr nah da dran. Aber war auf jeden Fall ein befreiender Sieg. Welche Map war es gegen North gewesen? Ich glaube auch Cobble, oder? Ja. Haben wir eine andere Map außer Cobble da gespielt? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben viermal Cobble gespielt. Eine... sehr wichtiger Moment, den wir erlebt haben. Aber ich glaube, da kann Johannes am besten mal selber erzählen, was da passiert ist. Ich meine, zum Glück, da fühlt es jeder zu dem Zeitpunkt, der mit uns im Team gespielt hat, auf jeden Fall 100%. Ja, gibt nicht zu viel zu sagen. Dieser Moment war auf jeden Fall für jeden Einzelnen bei uns im Team und in der Organisation, es war auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Qualifikation für das Spiel war oder das erste oder das zweite Spiel war. Nach dem dritten Spiel, also da haben wir uns qualifiziert. Da wurden wir Legends da. Legend, ja. Also das war das Spiel gegen SK. SK, ja. Welches Jahr war das? 2017. Ja. Das war in Krakau. Das war nach der Kakafu-Runde, wo er sich über das Timeout gefreut hatte. 15-14 für uns. Die kommen Mitte hoch und wollen zu CT, wie heißt das, Connector durchpushen, aber flank. Ja. Und dann hat Nico, glaube ich, HE reingeworfen oder du und einer hat zwei weggespammt dadurch. Dann hat Fatih Mitte oben einen Refrag gehabt von kurz aus. Ah, wo ich den letzten Kill gemacht habe. Ja, und dann hast du erstmal Phelps ein Gesicht gegeben, als du von fast CT zu B gezielt hast. Und dann bist du über die Smoke auf die Boxen hochgegangen und Cold Zeros unter dir durch. Und dann der Rest ist, glaube ich, Geschichte mit 16-14. Aber sowas von. Du erinnerst dich ja auch an alle Details noch. Ja, das erwartet nicht von mir, ja, dass ich noch irgendwas von damals weiß. Das war. Sagst du so zu unserem Style, Roman? Ja, dich sieht man nicht. Kevin hatte keinen Bart, das können wir hier schon mal sagen, deswegen haben wir ihn verdeckt da. Fatih, hast du gut Johannes gemacht. Hat auf jeden Fall seinen Bart schon gehabt, aber den sieht man gerade auch nicht. Also. Jetzt, den kleinen Bartwuchs da, den kann man nicht als Bart bezeichnen, aber. Da war es noch jung und wild. Da war ich noch jung und wild, auf jeden Fall. Aber da haben wir auch nicht so viel Wert auf sowas gelegt. Da haben wir einfach nur auf Gewinn geschaut und nicht aufs Optische. Und heute schauen wir aufs Optische und gewinnen nicht mehr. Also. Das stimmt so nicht. Ja, aber also das war, wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Meilenstein für Beke, auf jeden Fall. Unser erster krasser Erfolg. Wobei meiner vorher und Major Qualifier war auch nicht wirklich schlechter. Aber das ist halt das erste deutsche Team, was es geschafft hat. Ja. Es war ja nicht nur dieses Spiel, sondern dieser ganze Weg von Open Qualifier und so weiter. Der Weg, wie wir halt den Qualifier rasiert haben. Das Miner-Gewinnen. Ja.
Das war schon eklig, aber war geil. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das Jahr. Scheren, Gegner beweisen. Den A-Losers. Bereits zuvor konnte A-Losers locker die anderen Teams ins Loser-Bracket befördern. Wie jedoch das Finale aussieht, bleibt abzuwarten. Ah ja, stimmt, du hast diesen Son Goku-Haarschnitt. Nur hier so. Man merkt noch ein bisschen die Einflüsse so von den 90ern. So dieses Boy das waren die 90er-Party. Nein, Spaß. Nein, aber so der Einfluss war noch ein bisschen mehr da, würde ich sagen. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn du so den Hintergrund siehst und wir wissen, dass ihr unten quasi in Toiletten gespielt habt, im Vergleich zu heute. Wobei wir haben in Brasilien auch mal in Toiletten gespielt. Ich habe letztens wirklich darüber, also als ich die ersten Events mit den Jungs besucht habe, da fand ich das jetzt nicht so. Also das war aber auch in der Corona-Zeit in Stockholm zum Beispiel. Eine IEM, ich glaube, der... Oder Blast? Nee, es war eine IEM in diesem... IM4. Und es waren aber drei Turniere im gleichen Hotel. Ja, das war das in Schweden. Das fand ich ehrlich gesagt jetzt nicht beeindruckend. Ne? Und nee, das war ein schlechtes Hotel. Also sorry für all die Leute, die aus Schweden zuschauen beim Globen. Das ist ja auch ein anderes Thema. Aber ich sag, weil wir hatten damals ja auch die CPL, das hast du ja auch kennengelernt, in Dallas oder da hatten wir sehr gute Hotels. Der einzige große Schritt war halt, wir hatten nie Prac-Räume. Ne? Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Das hat sich alles professionalisiert und ist ein großer Schritt nach vorne gegangen. Hast du ein gutes Thema gewechselt vom Bad? Erzähl mal, was da genau passiert ist. Darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube, das ist ein bisschen... Weißt du noch, bei welchem Friseur du gemacht hast? Oder hast du es selber gemacht? Ich denke selber. Aber ich Wert drauf gelegt, euch zu stylen. Aber warum kein Schnurrbart? Das ist, finde ich, ein interessanter Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, Vati. Ich weiß es nicht mehr. Die Zeit... Aber sieht nicht so schlecht aus. Also wir machen uns vielleicht lustig, aber ich finde, sieht schon ein schöner Mann. Sieht schon merkwürdig aus. Naja, auf jeden Fall, die ersten Events, die ich dann gesehen habe, die wirklich beeindruckend für mich waren, war Blast in Kopenhagen. Das fand ich schon, das war so ein Next-Level-Step. Ne? Da habe ich gesehen, okay, wie krass sich das alles entwickelt hat. Das konnte man, glaube ich, so ein bisschen mit der WCG damals vergleichen, was einmal im Jahr in Korea war. Da war es ähnlich, aber ansonsten wäre jetzt hier innerhalb von Europa nichts herangekommen. Vielleicht die ESWC noch so ein bisschen, die war auch ziemlich gut. Hast du mal LAN auf CRT-Monitoren gespielt? Ja, meine erste LAN... Ja, damals Game-Gyun. Game-Gyun. Ja, auf diesen weißen Gartenstühlen. Mit 16 Stunden Turnierlauf. Das war 2012. Müsste 12 gewesen sein, ja. 12 Bilbao war deine erste? Ey, cool. Da warst du mit Chris J damals, mit Nico, ja, mit Fai. Und Mies Caronte. Caronte mit 3. Caronte, ja. Die habe ich alle noch gespielt. Und die haben mit Finn gespielt, ESC damals. Das war gute alte Zeit. Finn, Baba, Modi. Achso, ja. Das ist ewig her. Aber damals haben die EPS-Finals noch einen Wert gehabt, die deutsche Meisterschaft. Ja, ja. Eigentlich war das Ambiente egal, du hast es geschafft, Top 4. Es war eigentlich immer ein geiles Event gewesen und es war noch ultra viele Zuschauer. Das waren schon die Top Finals 4? Und die habt ihr nicht vor den Zuschauern gespielt? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, erinnere ich mich daran überhaupt nicht gerade. Ja? Waren das die ersten Finals? Nee, das ist 6. Nee, das waren nicht die ersten. Die 6. Finals? Es kann vielleicht sein, dass das Halbfinale war. Andreas Noack. Bam-Man. Was hat denn Navid für eine Rolle? Ja, da das sieht man zum Glück den Bart nicht. Das war, Navid hatte 2006, war er noch bei Atax. Oder ist das 2006? Ja, ja. Wenn das 06 ist, wahrscheinlich 2006. Ich glaube auch, das sind die EPS-Finals 2006, nicht die 6. Finals. Ja. Also ich glaube, das waren so eine der ersten Finals, weil dieses Jersey hatten wir auch ziemlich am Anfang. Ja, nee, eher ganz am Ende, oder? Nee, am Ende war Maus, WhatsApp und so. Ja. Nee, das und war dann, als du da warst. Ja, als ich. Maus, Levicom, BenQ. Das ist so mit OG-Trikot, glaube ich. Also ungefähr. Ja. Sagen wir Blüte-Zeit. Ich sage, ich bin nicht ganz so. An alles kann ich mich nicht mehr im Detail erinnern. Aber interessant auf jeden Fall, nice. Ihr wart schon ein paar hübsche Kerle, also kann man lassen. Ja, sehr cool. Boah, Roman, was ein Style. Auf Craig David angelehnt. Ja, Dinge, stimmt, die gab es damals. Doch, hier. Aber dann haben die dahinter gespielt oder so. Aber es war der Gewinn anscheinend. Ey, ich glaube, ich war auch auf diesen Finals, Mann. Fakt ist, dass Mousewatz sich wieder einmal Nick Adams. Spieler? Ja. Wie hast du da gespielt? Mit G-Live waren wir, oder mit 360. Nee, es gab seine ersten Finals 2007, relativ sicher.
Mit 360. Du hast mit G-Life keine Finals erreicht. Ah ja, doch, stimmt. 360 waren die Finals, da haben wir uns noch vorher getroffen, da hast du mir den Weg erklärt vom Bankautomat, wie ich zu dem Event komme. Und danach haben wir dich mit nach Paris genommen. Dann warst du beim Haus. Das war die einzige LAN, wo wir, glaube ich, mit Energy waren. Kroatien. Und es müsste ein Split gewesen sein. Da warst du auch dabei, ne? Ja, da bist du auch eingesprungen. Stand-in, ja. Erzähl mal die Peter-Geschichte, was passiert ist, warum Jarosch eingesprungen ist. Ja, wir sind von... Also wir sind aus Vegas nach L.A., von L.A. nach Frankfurt geflogen und von dort aus sollten wir weiterfliegen nach Split. Und während des langen Flugs von L.A. nach Frankfurt waren halt Turbulenzen und die waren gerade auf dem Weg auf die Toilette oder sich dehnen oder so mit Nico und Peter. Und durch die Turbulenzen ist er halt so umgeknickt und sein Fuß ist gebrochen. Und ist er nicht eine Treppe runtergefallen? Nico hat erzählt, er wäre eine Treppe runtergefallen bei Turbulenzen. Nein, keine Treppe, weil das war zwar ein Doppeldeckerflugzeug, glaube ich, aber es war halt so und dann konnte er halt natürlich nicht mehr spielen, hatte halt Schmerzen und ist halt direkt zurückgeflogen. Dann haben wir direkt gesagt, okay, wir müssen mit Johannes spielen, wir fragen, ob er spielen kann. Und das Witzige war, also so ein Fun Fact, der erste Gegner auf dem Turnier war Envy und Johannes hatte gegen die oft geprackt und wusste noch genau, wie die spielen und hat sie zerstört. Er sagt so, ey, das ist die und die Runde. Und dann, wir sind auch immer dann direkt verschoben und wussten, was geht. Und ich meine, das war das Event auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Also das war so ein Breakthrough-Event für dich, oder? Ja, genau. Ich hatte einmal, das war ein fettesten Read aller Zeiten. Ich wusste ganz genau, wo die waren und bei einer Minute 30 oder so bin ich Mitte Double Door reingegangen, Lower hinterher gepusht und die waren alle fünf Tunnels. Ich bin einfach hinter denen. Das war dieses Event, wo das hat eigentlich so meine Karriere so angestrebt, wohin es mich so führt. Bist du auch dann, wie lange hat es gedauert, bis du bei Energy dann im Team warst? Nicht mehr so lange, oder? Nee, direkt danach eigentlich so gut wie. Also ein paar Monate, glaube ich. Ne? Ja. Das war, glaube ich, im März oder so oder im April. Und bis sozusagen die Saison so gegen Ende war, haben wir dann Johannes geholt. Aber da hast du auf jeden Fall deinen Style schon. Ja, in aber die ich frage mich, wann ich angefangen habe, mir einen Bart wachsen zu lassen. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil man sieht bestimmt später auch noch mal, wo ich noch keinen Bart hatte. Deswegen, steht dir auf jeden Fall mehr. Ja, ist auf jeden Fall besser. Das stimmt, ja. Das war eine erfolgreiche Zeit, da sind die Haare auch noch gewachsen. Also, und der Bauch. Naja, also braucht man nicht viel zu sagen. Einziger deutscher Major-Gewinner. Ich kann es immer wieder runterpredigen. Absolut nichts gemacht, außer Getränke gereicht, die Spieler zu Restaurants geführt und bei Afterpartys vorm Finale von der Bühne gerissen. Ja, aber das war wichtig bestimmt, Mann, bei den Boys. Ja, aber die waren schon schneller als ich. Biali muss schon hinterherrennen, der hat auch gut gegengezogen. Halt. Aber, Der guckt auch schon in die Menge, wo ist das nächste Getränk. Ja, die Zunge hängt schon raus auf dem Durstig. Also ist da was drin in dem Pokal. Das war eine coole Zeit. Da passt viel rein. So. Da haben wir, das war auch ein sehr cooles Team auf jeden Fall. Da haben wir auch Johannes in der Gruppe gehabt. Ja. Mit Katie, mit Tizi, Nico CSGO. Und Chris, glaube ich. Das war schon klar. Roman, du bist echt so New School noch, ne? Ich habe so ein paar Jahre halt verpasst, ne? Also die Phase, ich meine, gegen die Jungs habe ich jahrelang gespielt, ne? Ja, und, aber die waren auch nur die ersten Jahre im CSGO ziemlich gut. Also ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Die ersten vier oder so? Also eigentlich waren sie davor sehr schlecht, ne? Also DreamHack 02 raus auf dem ersten Major, das war das zweite Major gewesen, 2014 in Katowice. Als dann das alte Team war ja quasi noch das Golden Five Team, was auch die Transition gemacht hat zu CSGO und dann sind Kuben und Lord rausgegangen für Snacks und Biali. Und die haben sich vor dem Event in Katowice, glaube ich, 2 Wochen in Warschau in so einem Gaming-Café eingeschlossen. Und ich habe nur die Rechnung immer zugeschickt bekommen vom Asiaten, wo die bestellt haben. Und habe das dann gesammelt für Virtus Pro. Und es war jeden Tag das Gleiche. Die haben wirklich von morgens bis abends gebratenen Reis mit Hühnchen gegessen. Gekellert, Deathmatch gespielt und auf dem Event waren sie dann ready gewesen. Also so viele Stunden mit reingesetzt. Und das war auch das Jahr, glaube ich, das stärkste Jahr, was die in CSGO hatten. Danach war es nochmal okay. Ich glaube, ein Event in Las Vegas haben die gewonnen. DreamHack, glaube ich, noch war das gewesen. Ja, die waren schon immer für so einen Turniersieg oder für ein Finale waren die schon immer gut. Aber war eine gute Zeit auf jeden Fall. Also 2014 war so, ich würde sagen, das erste Jahr, wo CSGO so richtig den Durchbruch geschafft hat. Und das war auch so ein Team,
mit denen konnte man sich sehr identifizieren, man hat es sehr gefühlt so, ja, waren sehr sympathische Leute. Ja, das war schon immer so. Das war auch ein sehr wichtiges Jahr für E-Sports in Polen. Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, seitdem das sind ja auch Idole, halt, ne? Also Tess ist halt immer ein Anführer gewesen, immer jemand, der vorangegangen ist. Neo war schon damals eine Ikone. Ja. Ist schon coole Typen gewesen, ja. Und das Event selber war Nostalgie pur. Ja. So ein schon geiles Event. Und dabei war CS noch so ein Side-Event gewesen. So das Hauptevent war StarCraft und League of Legends. Stimmt, ja. Aber das war halt so der Bonus gewesen, dass die ins Finale gekommen sind, weil die ganze Zuschauerschaft hat sich so geschiftet von der einen Seite auf die andere. Es war nur so das halbe Stadion quasi ausgefüllt gewesen. Aber es war schon cool gewesen. Und die hatten auch einen guten polnischen StarCraft-Spieler damals, der weit kam, Mana, für die Leute, denen es was sagt. Also die polnischen Fans waren da sehr happy. War das nach Energy? Oder war es vor Energy? Nein, das war nach Energy. Germania. Kennst du das? Das ist ein Interview, ne? Ja, das ist ein Interviewformat und das ist halt der absolute Money Shot, wie man sieht. Mhm. Und ja, Bart ist ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Das ist doch ein hammer Foto. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Foto, ja. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit denen das zu drehen, weil ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber die haben halt gefragt und normalerweise machen die halt viele Rapper oder so andere Leute, ich sag mal bekanntere Leute, und das war so das erste Mal, dass sie das so mit einem E-Sportler gemacht haben, soweit ich weiß. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, wir sind so ins Museum gegangen für Spiele und es ging um Integration und sowas. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Ein sehr gutes Video, dauert nicht lang, geht immer ein paar Minuten, und ich denke, Bart war okay. Ja. Und Money Shot sitzt. Also du bist wie so ein guter Wein, du wirst Jahr für Jahr besser. Ich glaube, ich werde immer hübscher, Alter. Ja. Schreib's mal in die Kommentare. Also bei dir wachsen auch die Haare, ne? Bei mir ist es einfach vorbei, weil ich werd älter. Oben rum wird es weniger, aber hier ist noch wenigstens stabil. Letzte Runde gegen FaZe. Oh, not go heaven, ne? Nee. Letzte Runde FaZe. Fatih mit CZ, Guardian getötet, CT gepusht, Nico noch geholt. Dann ist Fatih beim Weghüpfen getötet worden. Alles auf noch. B. Aber wieso hatte Nico Fatih da nicht auf dem Schirm gehabt? Er hatte mich auf dem Schirm, aber ich habe es perfekt getan, weil ich jetzt noch Bibliothek rausgestraft bin, dort gefightet habe und jetzt renne ich die ganze Zeit, weil ich denke, dass halt gutes Timing ist. Und dann kill ich ihn halt so. Joe hätte einen töten können da, und du hättest nicht sterben dürfen, Fatih, oder? Nee, ich habe das anders eingeschätzt. Ich dachte erstens, er zielt direkt, sodass sie noch nicht links sein können, aber es war eigentlich richtig gespielt. Jumps up, no sound, jumps up, no noise. Nee, das war was anderes. Ja, das ist halt Cologne, ne? Ja, das ist halt Cologne. Das ist krass. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt wäre, wenn wir es jetzt nochmal schaffen. Weil guck mal, die Leute sind alle nach vorne geschiftet, muss ich mir vorstellen. Ja. Die waren nicht mehr auf ihrem, also Platz gab es nicht mehr. Die sind alle ein Stück nach vorne gekommen. Und die, stell dir vor, so FNG in dieser Größe war das, weil die alle vor dir standen. Ich sag ja, das ist unvorstellbar gewesen damals, ne? Ja. Also das ist schon, das ist ja eine richtige Fankultur, was dort entstanden ist. Aber an das Event kommt auch nichts mehr ran. Also Major hin oder her. Und zum Bart, ich glaube, ich hatte meinen Bart gefärbt dort. Kann das sein? Das kannst nur du beantworten. Ne? Sieht dunkler aus. Aber manchmal liegt es am Licht oder wie viel. Wenn ich umso dunkler es ist, habe ich viel gekellert. Das heißt, ich war selten draußen. Aber du konntest da auch nur glitzern neben Owen. Owens Bart ist halt so ein paar Härchen, die da so rauskamen. Sehr schön. Der große Smuja Breakthrough. Ich habe viele Leute, Fun Fact, in Cologne dieses Jahr gesehen, die gesagt haben, ey, ich habe gerade das gemeinsame Video im Hotelzimmer geguckt und jetzt sehe ich dich voll cool und sowas. Das war voll cool. Also die Leute erinnern sich auch sehr gerne daran zurück. Ja. Gutes. Ja, aber daran siehst du, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Also die E-Sport-Szene und also die Fankultur, die dort entstanden ist, ist einfach, das ist schon einzigartig. Und ich finde, das ist alles auf einem sehr guten Weg. Ich fände mal interessant, so, wer alles von Roaring Beers halt von den Creatoren auch dort gewesen war. Ein paar waren aus der ersten Reihe, oder? Es waren fast alle da.
Ja, also ja, wahrscheinlich. Und vielleicht haben die sich dort auch schon kennengelernt. Das war auch Ach, du meinst dort? Auf dem Event, ja. Ja, das weiß ich leider nicht. Ja. Smart-technisch auf jeden Fall ein bisschen gefärbt, würde ich sagen. Dass die Leute dafür Ticketpreise bezahlen, ist auch krass. Also, was kostet so ein Weekend-Premium-Ticket? 600 oder 700 Euro so in den Dreh? Einfach, damit du da in den ersten Reihen unten sitzt, um das so mitzuerleben. Und du darfst ja normal nicht mal an die Spieler dran. Ihr habt es damals so gemacht, dass ihr dann nach den Spielen vorgegangen seid, noch abklatschen. Wir hatten nicht eine Signing-Session gehabt in Cologne 2008. Ja, dadurch, dass wir ins Finale gekommen sind, immer zwischendurch abgefertigt. Wir sind hintenrum rausgegangen. Ich erinnere mich, als wir einmal essen gegangen sind, da ist auch so ein Riesenschwarm bei uns vorbeigelaufen. Ihr wurdet alle auseinandergenommen. Also war eine schöne Erinnerung gewesen, aber das ist schon krass. Das war so das erste Mal, dass wir das. Wir hatten es ja einmal gesehen, als wir erst eine Meisterschaft auf der Bühne gespielt haben, wo schon so ein paar Leute da waren. Das war 2017 gegen Alternate damals, wo Flo für Marki ausgewechselt wurde. Duisburg war das, ne? Nee, das war auch da gewesen. Duisburg haben wir gewonnen. Ach so, stimmt. Aber wir haben quasi ein Ligaspiel gegen Alternate gespielt. Ja, ja. Und da hatte Tobi als Coach von Alternate Syrson gebencht für Marki. Ja. Und wir haben auch Koppel da gespielt. Ich glaube, dazu in der Pistol Round hast du einen CT5er Ace gemacht. Gute USP bekommen. Ja. Aber das war halt nochmal krasser. Das hatte auch keiner auf dem Schirm. Nicht mal wir. Also ihr, aber. Gute Erinnerung. Ja. 4 Jahre. Das ist doch ein schönes Roman-Bild, ja. Ist das, mit den anderen Roman. Bei Alternate. Wie alt warst du denn da? Ich 18, so 19? Nee. Älter? Nein, da ist er viel älter, Mann. War schon 26 Ende so meiner Karriere eigentlich. War das nach Maus? Ja, klar. Was war das? Ist das ESWC? Nee. Nein, das ist... Gamescom? Da, guck mal, dahinter ist einer von uns. Mausbots, rote Mausbots-Jacke. Vielleicht Toni oder so. Guckt euch gerade zu. Auf der rechten Seite? Ja. Da steht auch Julian hinten dran, oder? Ich glaube, das war Jules. IEM. Ja. Das war IEM 2009. Wo wir euch geschlagen hatten mit Alternate, ziemlich deutlich. Und dann im Finale... Nein, dann ist das 2008. Verloren. Ziemlich deutlich, aber eben gut. Ja. Und dann im Finale dann habt ihr über das Loser Bracket habt ihr so einen Run gemacht und die wurden Erster, wir wurden Zweiter. Aber da, da waren alle Top-Teams, ne? Nein, ihr wurde Dritter. Das kann auch sein. Ja, okay, sorry. Weil wir haben Finale haben wir gegen... Hey, jetzt hast du meine Geschichte kaputt gemacht. Finale haben wir gegen die Koreaner gewonnen und ich weiß auch, wir waren im Kreis und Yilmaz war total blass. Noch blasser als sonst. Du sagst, ey, Yilmaz, vertrau mir, gegen die verlieren wir niemals. Niemals. Wer waren die nochmal? Ganz locker besiegt. Und Fun Fact, obwohl wir halt sogar Attacks rausgeworfen haben, standen die hinter uns und die haben uns voll angefeuert und so. Und immer, wenn ich so eine gute Szene hatte, kam zum Beispiel Aprox und hat uns so auf Schulter geklopft und so. Wer waren die Koreaner nochmal gewesen? Welches Team? Mit war das? Solo. Lunatic High, oder? Ist das Lunatic High? Nein, nicht MVP? Lunatic High. Ach, WNV. Nein, nee, auch WNV nicht. Waren Chinesen, WE waren auch Chinesen. Passt. Gab es da MVP Phoenix oder was? Also ich glaube, es könnte nein, MVP Kampf später. Das wurde dann daraus. Hey, Solo hat da gespielt. Ja. 2008 auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die hießen. Ich glaube, da gab es noch eine WNV und Lunatic High. Die anderen waren nicht schlecht. Nein, das war nicht Lunatic High. Gab es irgendein Team, was so weit gekommen ist? Ja, die sind bis ins Finale gekommen. Also ich bin da raus. Und ich nice, dass die im Finale sind, weil das ist Free-Win für mich. Das ich habe wirklich gedacht, dass das ein Free-Win ist. Wir haben gegen die verloren. Ja, aber das so damals, das war eine sehr gute Zeit für die deutsche Szene. Ne? Also wir hatten zwei sehr gute Teams, die halt oben mitgespielt haben. Das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr, dass zwei deutsche Teams irgendwie international... Was, denke ich, nicht nur gut ist. Wir waren zwar Konkurrenten, aber wir waren halt auch immer Freunde. Auf Events sind wir immer zusammen essen gegangen, feiern gegangen und so. Das war sehr cool.